Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin die Leo und ich stehe vor meinem Bücherregal. Ihr seht es hier im Hintergrund. Und es soll eben um mein Bücherregal heute gehen und auch in den nächsten Videos. Ja, ich habe gedacht, ich mache eine Bookshelf-Tour und führe euch einfach mal durch mein Regal durch, zeige euch, was da drin steht, was gelesen ist, was ungelesen ist. Und ja, wir wechseln gleich mal die Perspektive. Ich zeige euch mein Regal und dann legen wir auch gleich mal los. Also, hier seht ihr mein Bücherregal, meinen Überblick. Also, ich habe es momentan nach Farben sortiert und ich dachte, wir fangen einfach oben an und arbeiten uns dann Regalbrett für Regalbrett weiter nach unten, bis wir halt eben ganz unten angekommen sind. Und wir starten eben ganz oben mit der ersten schwarzen Reihe. So, das ist das erste Regalbrett, was ich euch vorstellen möchte. Ganz oben. Und ja, anfangen möchte ich mit dem neuen Buch von Stephanie Meyer, nämlich Bis zur Mitternachtssonne. Das ist ja der neue Teil aus dem Bis-Universum, aus Edwards Sicht geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das Buch lesen möchte oder werde, aber es steht schon mal hier. Ich bin ein großer Fan von der Bis-Reihe, aber ich habe so unterschiedliche Meinungen dazu gehört, dass ich mir echt nicht sicher bin. Daneben seht ihr ja, die Bissreihe und ich habe alle Teile dort, also auch den Zusatzband und das ist so eine Sonderausgabe gewesen irgendwie, die auch so schwarz ist, also die Covers sind alle so schwarz und sehr minimalistisch und die passen meiner Meinung nach perfekt zu der Neuausgabe, deswegen habe ich die ausgetauscht tatsächlich. Und daneben ist dann ja, der erste Band von Reckless, und zwar Steinernes Fleisch von Cornelia Funke. Dieses Buch ist schon ultimativ lange auf meinen Sub. Ich glaube, eins der Bücher, was am längsten subbt bei mir. Aber ich möchte diese Reihe auf jeden Fall noch lesen. Dann kommen wir zu dem ersten New Adult Roman für dieses Video, und zwar Love is War. Das Buch habe ich mir auf die Empfehlung hin von Gabi gekauft, aber bisher auch noch nicht gelesen. Möchte ich aber auf jeden Fall noch tun. Ja, direkt daneben steht dann Outlander von Diana Gabaldon, und zwar Ein Hauch von Schnee und Asche. Dieses Buch habe ich auch noch nicht gelesen. Ich bin noch nicht so weit mit der Reihe, aber ich lese die ja momentan und kann die Outlander-Reihe und auch die Serie total empfehlen und freue mich auch, wenn ich dann endlich die Reihe komplett gelesen habe. Daneben steht mein einziges Buch aus dem Drachenmond Verlag, und zwar Was geschah mit Femke Star. Das Buch habe ich mir damals auf Phils Empfehlung gekauft. Bisher leider auch noch nicht gelesen, aber ich erwarte mir da auch eine sehr, sehr spannende Geschichte tatsächlich. Daneben seht ihr einen riesen Oschi, und zwar Infinitum, und zwar aus dem Knauer Verlag. Auch dieses Buch ist leider noch ungelesen und ich habe mir das auf eine Empfehlung hin gekauft. Ich habe das Buch bei Bookstagram gesehen, musste es dann unbedingt haben, wie es halt so ist. Und jetzt steht es halt auf meinem Sub. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann wird es soweit sein und ich werde es lesen. Danach kommen wir zu Isara, und zwar Das ewige Feuer. Auch dieser Band ist noch ungelesen, beziehungsweise die gesamte Isara-Reihe ist noch ungelesen. Aber diese möchte ich auf jeden Fall 2021 noch lesen. Genau. Daneben steht Liebe ist was für Idioten wie mich. Dieses Buch habe ich vor Jahren gelesen und tatsächlich unheimlich geliebt. Eine absolute Empfehlung meinerseits. Dazu gibt es auch einen zweiten Teil, den habe ich noch nicht gelesen, aber dieses Buch ist wirklich grandios. Ich kann es nur so sagen. Ja, und dann seht ihr meinen Panem-Schupper, der ist relativ alt. Ich liebe Panem. Panem ist grandios. Ich möchte mir auch irgendwann die ja, neuen Ausgaben davon kaufen, einfach weil ich ein absoluter Panem-Fan bin. Und daneben steht dann, so sieht es also aus, wenn ein Glühwürmchen stirbt, von Maike Voss. Das war mein erstes Buch von der Autorin. Ich glaube auch ihr Debütroman, und dieses Buch hat es echt in sich. Also auch eine große Empfehlung von mir. Ja, das war also dann mein erstes Regalbrett. Und wir rutschen gleich mal weiter. Und zwar zu diesen Büchern. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal die Tribute von Panem.
Ja, das ist der neue Band. Ich glaube, das ist ja ein Prequel, ist auch noch ungelesen, ist eben in dieser neuen Ausgabe. Wunderschön, wie ich finde. Ich bin ein absoluter Panem-Fan. Ich kann es nur wiederholen und ich möchte dieses Buch unbedingt lesen. Allerdings keine Ahnung, wann. Ich glaube, für Panem muss man auch einfach in der Stimmung sein. Ja, und daneben habe ich ja schon erwähnt vorhin, dass ich die neuen Ausgaben mir kaufen möchte. Das ist jetzt Teil 2 von Panem in eben dieser neuen Auflage. Und mir fehlt jetzt eben noch Band 1 und Band 3. Aber ja, ich habe schon mal Band 2 ergattern können als Mängelexemplar für 7 Euro und deswegen musste ich den auf jeden Fall schon mal kaufen. Dann Brittany C. Sherry, Deine Worte in meiner Seele. Das Buch hieß früher mal anders und zwar Mr. Daniels. Verliebt in Mr. Daniels, glaube ich. Damals habe ich es noch in dieser Ausgabe gelesen und ich finde tatsächlich, das ist eines der schwächsten Bücher von ihr. Ich weiß aber, dass ganz viele es lieben. Ich persönlich gehöre jetzt nicht ganz so dazu, aber es ist auch trotzdem eine absolute Empfehlung von mir an euch, weil Brittany C. Sherry einfach eine tolle Autorin ist. Daneben seht ihr eine ganze Reihe aus dem Piper Verlag. Ich habe ja, diese Reihe nicht komplett gelesen, sondern nur Band 1 und 2. Und zwar Captain Love und Dirty Dancer habe ich gelesen. Und Captain Love hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen. Also gar nicht mal so richtig gut. Und ich bin froh tatsächlich, dass ich dann auch Band 2 gelesen habe, Dirty Dancer, weil das Buch hat mich wirklich total überzeugt und daraufhin habe ich mir dann auch den Rest der Reihe zugelegt und seitdem stehen zwar die letzten drei Teile ungelesen in meinem Regal, aber die Reihe ist wirklich eine absolute Empfehlung wert. Genau, dann kommen wir zu einem Buch, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann und zwar ja, von Mona Kasten, Trust Again, das ist der zweite Teil der Again-Reihe. Das ist zwar nicht mein Lieblingsband dieser Reihe, aber eine absolute Empfehlung. Ich liebe Mona Kasten und ich liebe ihren Schreibstil und ich liebe die Again-Reihe, eine der besten New Adult-Reihen, die ich je gelesen habe. Dann kommen wir zum nächsten Regalbrett und hier fangen wir an mit G.R. Ward, Into the Fire. Habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber auch erst vor kurzem gekauft, war gebraucht und ich habe noch nichts von der Autorin gelesen, deswegen dachte ich mir einfach, ich schnapp mir das mal. Dann kommen wir zu Trust von Kylie Scott. Eins der Bücher, was ich gar nicht so doll mochte von ihr. Also Kylie Scott ist bei mir immer so entweder hopp oder top. Also da gibt es irgendwie auch nichts dazwischen. Das war eher nicht so toll. Dann die unendliche Geschichte von Michael Ende in dieser wunderschönen Ausgabe. Habe ich schon mehrmals gelesen. Zwar jetzt nicht die Ausgabe, aber die unendliche Geschichte kenne ich und liebe ich. Und direkt daneben steht mein absolutes Lieblingsbuch, mein absolutes Lieblingsbuch, ich kann es nicht anders sagen, ich liebe, liebe, liebe es, Seelen von Stephenie Meyer. Es ist so runtergerockt, dieses Buch, ich habe es schon so oft gelesen, es ist eine absolute Herzensempfehlung von mir für euch. Schaut es euch an, lasst euch nicht von der Dicke abschrecken, es ist einfach wunderschön. Dann kommen wir zu Pepper Winters und zwar die Dilogie Crown of Lies und eben dann den zweiten Teil Throne of Truth. Die Bücher sind tatsächlich noch ungelesen hier, sprechen mich aber tatsächlich auch sehr an. Deswegen habe ich sie auch bei meiner Ausräum- und Aussortieraktion behalten. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Pepper Winters. Ich habe nur Gutes gehört. Daneben seht ihr Iskari, auch relativ neu eingezogen. Dieses Buch hat leider so einen blöden, ja, Stempel drauf. Ich habe es gebraucht gekauft. Es ist eigentlich ein Leseexemplar. Ich finde, sowas ist immer sehr, sehr schade. Aber das ist eben Band 1 von Iskari und daneben steht halt dann auch gleich Iskari 2. Und beide Bücher sind noch nicht ja, gelesen, aber ich habe sie mir jetzt gekauft, weil ich mitbekommen habe, dass Teil 3 ja jetzt auch übersetzt werden soll. Und ja, danach kommen wir zu 50 Shades of Grey von der Sichtweise von Christian Grey namens Grey. Und ja, das ist dieses Buch auch noch ungelesen. Ich musste die damals unbedingt haben, genauso wie Darker, das ist der zweite Teil aus seiner Sicht. Ich musste es unbedingt haben, aber ja, noch nicht gelesen. Warum auch immer.
Dann haben wir hier den Schubber von Percy Jackson. Den gibt es so leider nicht mehr zu kaufen, was total schade ist. Der ist nämlich wunderschön. Ich habe bisher tatsächlich nur Band 1 gelesen von dieser Reihe. Ich kann aber gar nicht so richtig sagen, weshalb ich dann aufgehört habe. Aber ich, ja, finde Percy Jackson sehr interessant und deswegen steht es noch hier. Sebastian Fitzek mit Das Geschenk auch noch eingeschweißt, somit auch noch ungelesen. Ich mag Sebastian Fitzek echt gerne, mag aber auch nicht jedes Buch, muss ich dazu sagen. Dann Der Narrenturm vom Autor von der Hexersaga, auch noch ungelesen, musste ich aber unbedingt haben, weil ich ein ganz großer Fan von der Hexersaga bin und deswegen gab es für mich ja keine Alternative und als ich gesehen habe, dass es da ein neues Buch gibt, musste ich es mir direkt kaufen. Dann ein Thriller von Erik Axel Sundt, Puppentod. Das ist einer der wenigen Thriller, die es noch hier in mein Regal geschafft haben. Ich habe früher nur Thriller gelesen. Die stehen mittlerweile alle bei meiner Mutter. Puppentod hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die ganze Reihe gelesen. Wirklich eine Empfehlung wert für diejenigen, die Thriller mögen. Und dann Broken Memory ist auch auf eine Empfehlung von Bookstagram hergekauft und kann ich noch nichts dazu sagen. Ist leider auch noch ungelesen in meinem Regal, ist aber auch sehr dünn und klein. Also ich denke, das kann man auch mal schnell weglesen. Dann kommen wir hier zu dem nächsten und letzten Regalbrett. Hier steht die Reihe von Amo Jones, glaube ich, heißt sie oder spricht man es aus. Das ist ja so ein bisschen Dark Romance, soweit ich weiß. Da bin ich tatsächlich auch noch nicht so bewandert in dem Genre, aber ich habe mir die gesamte Reihe einfach mal geholt und bin sehr gespannt darauf. Und daneben steht Crew Titan von Tian, so rum, und auch noch ungelesen und auch der zweite Teil ist ungelesen. Da müsste jetzt aber auch demnächst der dritte Teil rauskommen, wenn es mich nicht täuscht. Genau, auch noch ungelesen, wie gesagt. Hab die aber auf eine Empfehlung von einer Freundin gekauft und die schwört da drauf. Dann kommen wir zu Golden Cage. Auch eine Empfehlung von einer Freundin gewesen. Auch noch ungelesen. Geht auch in die Richtung Thriller, soweit ich mich entsinnen kann. Und ja. Dann ein weiteres Buch aus dem Lux Verlag und zwar Follow Me Back. Auch noch ungelesen. Das ist ja ein Teil von einer Dilogie. Und den möchte ich auf jeden Fall noch lesen. Und ja. Das war's jetzt dann also mit meiner ersten Bookshelf-Tour, mit dem ersten Teil. Ich hoffe, es hat euch ja gefallen. Und lasst mir mal da, welche Bücher euch interessieren, welche ihr gelesen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis bald.